Zurück zu den Wurzeln heißt es bei diesem Modell einer bayerischen Länderbahnlokomotive. Denn die EP36 ist eine Original-Trix-Entwicklung und bei diesem Hersteller erstmals ab 1985 im Programm. Nach der Übernahme durch Märklin zum 01.01.1997 wurde es von den Göppingern erstmals im Katalog 1998-99 gelistet. Nun also eine Wiederkehr bei Trix, wenn auch mit anderer Betriebsnummer. Hat eine Lok eine Chance, deren Konstruktion bereits 20 Jahre zurückliegt? Nun, die Verarbeitung ist tadellos, die Bedruckung ist lupenrein und die Detaillierung entspricht dem damaligen hohen Trix-Standard. Wenig überzeugen können dagegen die Laufeigenschaften dieses Modells. Ein nervendes, rhythmisches Schleifgeräusch trübt die Freude, hier hätte die Endkontrolle besser aufpassen müssen. Es ist nicht typisch für diese Baureihe, denn mein entsprechendes 8 Jahre altes Märklin-Modell fährt einwandfrei. Interessant ist die Dachpartie mit ihren asymmetrisch angeordneten Pantographen und dem Schornstein der Dampfkesselnachbildung. Den Kessel brauchte das Vorbild, weil die angehängten Personenwagen beheizt werden mussten und es die elektrische Zugheizung damals noch nicht gab. Ein paar Tropfen Dampföl ergeben beim Modell einen reizvollen, außergewöhnlichen Effekt. Die Lok ist eine Vertreterin der Epoche 1, das heißt Länderbahnzeit, und die dauerte bis 1922.